Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Banished. Wir sind ja gerade am Erfrieren. Das ist die Folge 7. Na, wer von euch hat schon alle 7 Folgen gesehen? So, unser Problem ist Holz. Holz, Holz, Holz. Falls wir diesen Winter hier überstehen, dann sollten wir uns mal ein bisschen auf Holz konzentrieren. Ich habe jetzt folgenden Plan. Ah, es ist schon... Ah, okay, 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 okay. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden mal hier hinten die Markierungen alle aufheben. Ich habe nämlich einen Plan. Hier hinten werden wir mal die ganzen Sammelmarkierungen aufheben, falls hier noch welche sind. Ja, ja, ja. So. So, okay. Wir werden jetzt mal hier Schneisen reinschlagen. Ich weiß, Holz ist alle. Und hier schlagen wir jetzt mal Schneisen rein, weil die kann ja dann der Forester... Die kann der Forester ja wieder aufforsten. Weißt du? So, wo ist denn hier... Hier war noch einer. Machen wir hier noch eine Schneise. Und hier, also nicht alles, damit wir noch ein bisschen was haben. So. Und dann stellen wir den Forester auf beides. Weil wir können das dann dem Forester nicht mehr überlassen. Er schafft es nicht, unsere Holzproduktion hier aufrechtzuerhalten. Das geht erst, wenn wir genügend Vorräte haben, dass die hier so ein bisschen durchsehen. Ansonsten müssen jetzt hier mal unsere Laborer Holz sammeln. Später Winter. Wir haben 2 Häuser, die frieren. Es ist noch keiner gestorben. Gott sei Dank haben wir einen zweiten Woodcutterer noch gebaut gehabt. Ich werde jetzt auch nicht auf schneller stellen. Sehr schön. Ich werde jetzt auch nichts bauen, solange bis wir unser Holz... Oh, minus 2 Grad, 3 Häuser. Bitte nicht sterben, meine Lieben, bitte nicht sterben. Wobei, ich könnte natürlich einen Friedhof bauen. Wenn ich jetzt einen einzigen Boulder abziehe und dann einen Friedhof baue. Ah, dann baut er wieder... Naja, warte mal. Wir machen den Friedhof mal mit einer hohen Priorität. Steine haben wir doch, oder? Nee, wir haben gar keine Steine. Minus 1 Grad. Ich glaube, der Winter geht langsam dem Ende entgegen. Ja. Wie schön das Dorf doch ist. Okay. Nahrungsmittel haben wir noch. Holz, wir brauchen mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz, mehr Brennholz. Mehr Brennholz. Warum ist hier schon Fragezeichen? Mehr Brennholz. Oh Mann. Leute, 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 was ist los? Holz, Holz, Holz. Nein, nicht hier, nicht Stein, nicht Stein, oder? Naja, doch. Oh, wir haben den Winter überstanden. 0 Grad. 0 Grad, komm, komm. Oh, ja, ich weiß. Es ist später Winter. Oh, jetzt, früher Frühling. 0 Grad, Mann. Komm, wärmer, 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 wärmer. 1 Grad plus, ja. Hier. 1 Grad plus. Ja, ja, ja. Weiter, weiter. Wärmer, 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 wärmer. 2 Grad plus. Okay, jetzt brauchen wir aber richtig Holzvorräte, Leute. Jetzt brauchen wir richtig Holzvorräte. Jetzt müssen wir auch wieder Farmer anstellen. Drei? Müssten reichen, wa? 3 Felder? Kriegst du noch einen, ha? Nein! Hä? Brauche ich noch einen? Mann, ich will hier nicht so viele. Hier soll nur einer arbeiten. Oh. Einer, genau. Hier einer. Ach so, muss ich einstellen. Okay, so. Und dann kann hier nämlich einer arbeiten. Immer nur jeweils einer. Okay. Da haben wir einen zu viel. Okay, dann gehe ich wieder weg. So, jetzt, Leute. Aber jetzt Holz, 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 Holz. Holt Holz. Immer noch nicht genug Steine. Noch einen Stonecutter abziehen, okay.
5 Grad plus, gut. Okay, die Erfrierungsgefahr ist jetzt erstmal gebannt, denkt man, bis man die Kumpels hier sieht. Oh, die können, die nichts haben. Leute, ihr seid auch total neu eingezogen. Habt euch mal nicht so 6 Grad plus. Zieht euch eine warme Jacke an. Wir haben nicht umsonst einen Schneider. Ich fasse es ja wohl nicht. So, jetzt 7 Grad plus. Okay, jetzt arbeiten, dann wird euch warm, ja? So, wir gucken mal, ob wir vielleicht doch vorsichtshalber, damit die glücklich sind, einen kleinen Friedhof mal bauen. Wo sie ihre Vorfahren besuchen können. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier, der Friedhof. So. Ach, wie traurig. Wie traurig, ein Friedhof. Den können wir hier hinten am Rand der Stadt machen. Hier machen wir den mal hinten, oder? Ja, da sind wir einen Weg dazwischen. Da machen wir hier einen Friedhof. The Cemetery ist zu small. Jetzt ist er. Haben wir einen großen Friedhof? Okay. Und den verbinden wir sogar noch mit Wege. Wir haben ein Bilder. Ein Bauarbeiter haben wir. Wobei es jetzt Quatsch war, warum sollen die Leute besonders schnell zum Friedhof kommen? Ist doch verschwendete Produktion, aber ist egal. Kommen zwei Bilder. Jetzt könnten wir auch langsam mal wieder neue Bewohner gebrauchen, die hierher ziehen. Okay, auf den Feldern wird gearbeitet. Sehr schön. Brennholz ist immer noch knapp, die heizen immer noch. 11 Grad plus heizen die noch. Was ist denn mit denen los? Mann, damals nach dem Krieg, da haben wir ja nicht geheizt. Da haben wir uns 3 Pullover übereinander gezogen. Ich weiß, es ist nicht besonders lustig, damals nach dem Krieg Witze zu machen. Aber eigentlich ist das ja immer mehr so auf eine Parodie, so nach dem Motto, wie unglaublich alt ich bin. Darum geht's eigentlich. Weil ich dann Geschichten von damals nach dem Krieg erzähle, dabei weiß ich gar nicht, wie es nach dem Krieg war. Ich bin ja im Prinzip in die Nach-Wirtschaftswunderzeit hineingeboren. 14 Grad plus. Oh, wie schön. Mal ausnutzen, dass hier gerade mal schönes Wetter ist. Sonst mal die Stadt. Oh, die frieren immer noch. Die frieren immer noch hier bei 14 Grad plus. Müsste man normalerweise das Haus gleich abreißen. Das sind wohl Revolutionäre oder was? Unzufriedene, undankbare Gestalten. Okay. Aber sie tun sich auch echt schwer mit dem Holz abbauen hier. Langsam könnten wir auch mal eine zweite. Okay, Friedhof muss ja auch. Immer noch Holz, wa? Ja. Feuerholz ist rar. Ah, okay. Ich weiß, mein Lieben. Ich weiß. Wir haben nur noch 3. Einer wäre mir zu wenig hier. Wir brauchen noch mehr Einwohner. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir brauchen noch mehr Einwohner. Eieieiei. Eine Schule vielleicht mal, dass die ein bisschen effektiver werden. Komm jetzt, wir bauen jetzt eine Schule. Wir warten schon lange genug. Eine Schule hier. Hat die Schule auch einen Umkreis, auf den sie wirkt? Nö, hat sie nicht. Guck mal, hier wo es schick ist. Hier ist schick. So, jetzt baut mir da bitte eine Schule. Wir werden sogar mal die Priorität von der Schule hochsetzen. Vielleicht bringt das was. Sie sollen ja irgendwie effektiver sein, habe ich mir sagen lassen. Wenn hier weit weg sind, siehst du gar nichts mehr. So, wie sieht's hier aus? Wenn hier fleißig gehörbt, wird hier fleißig gehörbt. Nur ein Herbie. Ein Herbie nur. Wollen wir noch einen Herbie einsetzen? Dazu müssen wir mal in unser Lager gucken, wie viel Herbs wir schon gesammelt haben. Herbs. 251. Nee, ich glaube, da reicht ein Herbie. Da reicht ein Herbie. Ja gut, Holz, 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 Holz. Mehr Holz. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, hier wurde schon was gepflanzt. Da wird auch gepflanzt. Okay, Farmer haben wir 3 von 3.
Holz kommt jetzt so ein bisschen zusammen, okay. Ach, guck mal, der baut den Weg. Wir werden mal weiter hier den Schwerpunkt auf die Holzproduktion machen. Sollen wir vielleicht doch noch einen Bilder abziehen? Oder können wir noch... Wie viele Steine haben wir denn eigentlich? Eisen haben wir mehr als genug, aber Steine, Steine, Steine. Wie viele Steine haben wir denn? Wie viele Steine haben wir denn? Ach hier, 39, das ist auch nicht so dolle. Wenn wir da jetzt noch welche abziehen, haben wir ja mittlerweile mehr Holz als... So, hier sind noch ein paar markiert, die müssen alle noch abgerissen werden, okay. Bäumemäßig meine ich. Ah, mehr als genug Bäume. So. Das Problem ist halt, die bauen halt den Weg. Man muss sich echt überlegen, dass man den Weg dann wirklich baut, wenn man auf der ganz sicheren Seite ist. Wenn man gerade wirklich gar nichts anderes zu tun hat, weil irgendwie bauen die Bauarbeiter bevorzugt den Weg. Und da machen die immer erst diesen Weg fertig, bevor die dann loslegen. Jetzt aber hier die Schule, oder? Jetzt die Schule. Jetzt die Schule. Es gibt doch keinen Grund. Ja, 12 complete. Cool. 2 Lehrer brauchen wir da, oder was? Mal gucken. Und ich spiele immer noch auf Geschwindigkeit 2, wa? Ja. Können wir jetzt eigentlich schon ein bisschen erhöhen? Dann sagen wir mal, bis die Schule. Wir machen mal auf 5, bis die Schule fertig ist. Die haben ja eigentlich alle auch ihre Aufträge. Holz wird abgebaut, pipapo. Schule wird gebaut. Das sieht doch eigentlich zügig. Ja, los, bringt da alles hin. Ach so. Guck mal, die Schule wird im Prinzip in dem Sinne gar nicht gebaut. Sondern erstmal kommen die und legen das ganze Zeug hin, was du da brauchst hier. Wenn das dann alles da liegt, warum man nur 16 Eisen für eine Schule braucht, aber ist egal. Und wenn das da alles liegt, dann hast du wahrscheinlich schon, jetzt fehlt nicht mehr so viel. Doch, Eisen fehlt noch. Wir brauchen noch in der Eisen. Komm, nochmal Bilder dazugeben. Wobei der Bilder kommt ja eigentlich zum Schluss. Die Laborer bringen ja das Material hin. Und dann kommt, glaube ich, erst der Bilder. 26 Grad plus. Wir haben Sommer, da wird jetzt wohl keiner frieren, aber die Schornsteine rauchen weiter. Vielleicht verbrauchen die sogar im Sommer ein bisschen Feuer. Ach, zum Kochen. Ah ja, zum Kochen. So, was hier? Steine und Dings slow. Okay, Steine ist jetzt vielleicht nicht so das Problem, weil wir haben ja den Steinbruch. Ah, okay, was ist das hier? Works need to be... Ah, okay. So, ich denke mal, mit der Schule geht es jetzt voran. Regen ist eigentlich auch gar nicht so schlecht für unsere Ernte dann nachher. Ja. Guck mal, wie fülle ich hier. Sehr schön. So, mach mal an der Schule weiter, Jungs. So, Holz. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht. Den Friedhof haben sie auch noch nicht gebaut. Also ich bin mal gespannt, was dann passiert, wenn wir die... Oh, jetzt geht's aber ab wie Hulle. Ich bin mal gespannt, wenn wir die... Na, jetzt gleich, pass auf. Zack, Schule fertig, Schule fertig. Hohoho. Ja, und ein Lehrer ist drin. So, jetzt könnt ihr mal was lernen hier. Ich weiß zwar noch nicht, was die lernen, aber irgendwas werden die schon lernen. So, wir haben 20 Klamotten, 16 Werkzeug. Ich glaube, wir sollten jetzt unsere Population nicht mehr erhöhen, sondern sollten jetzt einfach mal ganz konsequent die Lebensbedingungen für die paar Leute, die wir haben, verbessern. Wenn es denn irgendwie geht. Und sollten uns erstmal die Lager vollknallen mit Holz. Und das Ding hier ist auch bald voll.
Na, hier ist wieder leerer, okay. Also wegen Lebensmittel brauchen wir uns jetzt keinen Kopf machen, solange die automatisch hier auch weiterlaufen. Oh, er erntet schon, das ist ja schön. Ah, wir haben auch schon Herbst. Frühherbst. Eieieiei, die Ernte wird schon eingetrieben. Ja, okay. So, die Schule. Wie sieht's aus hier mit Studenten? Immer noch 0 Studenten, okay. Wenn wir jetzt natürlich einen Studenten da drin haben, dann haben wir gleich wieder einen Bilderer weniger. Jetzt bauen die wahrscheinlich hier die Wege weiter. Lass sie die Wege weiterbauen, ist egal. Und hier? Okay, ihr seid fleißig, das ist sehr schön. Feuerholzvorrat steigt, das gefällt mir auch. Hier habe ich fast den Eindruck, dass die Schneisen dann so langsam auch schon reingeschneist wurden. Wir werden mal wieder auf 2 gehen. Wir werden mal gucken. Ah ne, die bauen hier, die machen hier noch, okay. Das sind auch noch Markierungen. Ja, nee, dann brauchen wir nicht mehr sagen. Dann brauchen wir keine neuen Befehle geben. So. Sehr schön. Da haben wir schon ein bisschen Holz, warum auch immer die das da hinten hingetragen haben. Vielleicht haben sie es ja auch von hier geerntet, fällt mir gerade ein. Ach, guck mal, wie saftig. Eigentlich könnte man den noch mitnehmen, weil so weit müssen die da auch nicht laufen. Komm, dann nehmen wir das hier noch mit. So. Ja. Schneise rausschlagen. Hirsche ohne Ende. Hirsch. Sind sie ein Hirsch? Sind sie ein wahrer Hirsch? Sie hirscht sie. Haben sie eine Tube Hirschschaumsalz? So, das zum Thema Hirsch. Ja, ein Student oder was? Ja, wir haben einen Student. Was studiert er denn? Was studiert er denn? Vor allen Dingen, was bringt's? Naja, mal gucken. Vielleicht sind die ja dann irgendwie, werden die da besser vom Arbeiten oder was? Ah, ist der Friedhof fertig? Fast. Cool. Ich denke mal, da können wir die so ein bisschen glücklich mitmachen mit dem Friedhof. So, jetzt haben wir Herbst. Oh, 2 Grad plus. Ich denke mal, es wird wieder richtig knackig hier im Winter. Es wird richtig knackig. Ich glaube, da werden wir jetzt die Baumaßnahmen noch langsamer machen und uns noch mehr aufs Holzsammeln konzentrieren. So. Jetzt mal hier diese Vorräte irgendwie hochbekommen. Jetzt haben wir Spätherbst, also bald ist es wieder Winter. Wir haben 0 Grad. Wenn es jetzt kalt wird, wird wahrscheinlich das Feuerholz. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt schon Vorräte in ihren Hütten haben. Der Schwerpunkt ist immer noch hier auf dem Holz sammeln. Da an der Stelle muss man sich dann auch mal zusammenreißen. Da darf man dann wirklich nicht weiterbauen, bis diese Sache irgendwie behoben ist. Das Problem mit dem Holz. Ja. Wir können sogar jetzt die Farmer wieder abziehen, glaube ich, oder? Passiert da noch irgendwas? Ja. Was ist mit ihm hier? Guck mal, der kann doch eigentlich im Winter weiter, aber die hier nicht. Der hier nicht. Den brauchen wir ja nicht. Hier, komm, die ziehen wir einfach mal ab hier. 1, 2, 3. Umso schneller kommen wir hier mit dem Holz sägen nach. Guck mal, man hat fast den Eindruck, dass von alleine da neue... Oder das machen echt die Förster, war, dass sie hier voll dabei sind. Auf zu forsten. Guck mal, die sind doch noch ja nicht markiert hier. Die sollen sie doch auch noch... Könnt ihr doch auch noch abpacken hier. Nehmt die mal alle mit. Ja, ja. Ach, guck mal, hier liegt Holz rum. Ah, okay. Siehst du, ist schon wieder alle Feuerholz. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Feuerholz ist alle. Hier haben sie voll eine... Oh, Alter. Oh, die halt... Die haken unseren ganzen Wald weg, ey. Die brauchen so viel Holz, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Vielleicht müssen wir extra noch eine Holzfällersiedlung bauen.
Ja, wir können jetzt froh sein, wenn wir jetzt, also ich glaube mit dem Holz, das kommt jetzt so nach und nach. Die haben ja mehr als genug Holz auch zum Ab. Oh, schon wieder 20 Minuten, Leute. Okay. An der Stelle sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Hat wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.